Lucknech und herzlich willkommen zu einem weiteren Star Trek Special beim Klemmonkel. Oder sollte ich sagen Spacecraft? Ja, es ist heute kein Blu-Brick Set, es ist ein Modbrick Set, wobei es ist auch kein Modbrick Set, ich habe es nur bei Modbricks gekauft. Es ist ein Set von Mojo Bricks. Die MY89003 mit 2465 Teilen. Und ich meine, irgendwas gelesen zu haben von GoBrickstein. Mal gucken, ob das stimmt. Dieses Set gibt's über Modbricks mit Originalverpackung. Ich habe es im Angebot bekommen. Wenn ihr den regulären Preis bezahlt, müsst ihr allerdings auch Nuni hinlegen, plus Versandkosten. Oder ihr bestellt es in China, beispielsweise über den Loi. Da kostet es, ich glaube, nicht viel mehr als das, was ich jetzt letzten Endes auf den Tisch geblättert habe, so 50, 60 Euro. Und für 2465 Teile, sofern es da noch GoBricks-Teile sind, kann man sich da wirklich nicht beschweren. Ja. Wir haben keine Lizenz. Das bedeutet, hier nennt sich das Set Klingon Cruiser, nicht Klingon Cruiser. Macht aber nichts. Man erkennt, was es ist. Es ist natürlich eine Voyager-Klasse. Ein Schiff der Klingonen, was ich somit am liebsten mag. Lustigerweise, ich habe jetzt schon mal auf der Rückseite des Kartons geschaut. Kann euch das auch mal zeigen. Hier sieht man einen Print auf dem Display-Standfuß und da steht was von der Nekwa. Ist ja eigentlich auch ein Kreuzer, ja? Nur eine andere Schiffsklasse. Entweder das ist falsch oder es ist wieder mal bedingt auf die Lizenz betrachtet. Man kann den ja auch weglassen, wenn man sagt, will ich nicht. Ja. Wir haben auf alle Fälle schöne Bildchen, wo wir schon mal sehen, was uns erwartet. Hier stehen Maße, sofern ihr es nicht lesen könnt. Ich sag's euch, die Länge beträgt 62 cm. Zur Breite steht da jetzt noch nichts. Und was uns jetzt im Lieferumfang erwartet, das schauen wir uns an nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und damit Film ab. Bevor wir uns den Lieferumfang anschauen, muss ich auf eine Kleinigkeit hinweisen, und zwar, wenn ihr jetzt dieses Set über China bestellt, werdet ihr höchstwahrscheinlich keinen Karton A und B dazu erhalten, geschweige denn wird das irgendwie auf irgendeine Art und Weise vorsortiert sein. Wenn ihr es mit Originalverpackung bestellt, und da muss ich direkt schon mal einen Daumen hoch geben, Bluebricks bekommt das bei seinen Star Trek Sets, zumindest war es bisher bei mir so, nicht hin, dass die Vorsortierung funktioniert. Wir haben hier im Karton A Bauabschnitt 1 bis 3 komplett. Im Karton B Bauabschnitt 4 bis 6 komplett. Da war nichts untereinander vermischt. Super. Gut, Karton A enthält dann natürlich noch die Bauanleitung. Nebst Stickerseuche. Leider. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die Teile hier bedruckt wären entsprechend, aber es ist nicht der Fall. Man kann sich jetzt überlegen, ob man das Teil hier wirklich benutzen möchte oder nicht. Da sehen wir auch nochmal, was ich meinte mit dem Display-Standfuß und Neck war. Es ist sowieso. Also ich werde ihn weglassen. Es versaut etwas den Gesamteindruck. Ich nenne es jetzt sowieso schon liebevoll IKS Bortas. Wer kennt sie nicht? Ja, die Voyager-Klasse vom Gowron. Dann haben wir hier noch ein Beutelchen Bauabschnitt 1, wo sich ein Nasenbohrwerkzeug integriert hat. Manche nennen es auch Teiletrenner. Und die Bauanleitung selbst, die hat ein schönes dickes Front und schönes dickes Backcover, fühlt sich hochwertig an. Es macht Spaß, in dieser Bauanleitung zu blättern. Ich habe auch schon mal geschaut. Man kann alles gut erkennen, was man hier tun soll. Und auf der letzten Seite, das ist dann, glaube ich, die Seite 93 gewesen. Jawohl, da sehen wir dann, wo die Sticker unterkommen sollen. Wobei ich euch empfehlen würde, schaut ein bisschen, wo sie hin sollen und macht's, während ihr das Set aufbaut. Es erleichtert das Ganze etwas, als wenn man das dann zum Schluss machen soll, wenn schon das gesamte Schiff auf dem Tisch steht. Und um das Schiff dann hier irgendwann auf dem Tisch
fertig stehen zu haben, würde ich sagen, beginne ich mal mit dem Aufbau. Wenn ich wieder was für euch habe, sehen wir uns hier wieder. Bis gleich. Leute, 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 ich kann euch sagen, ich habe jetzt hier Bauabschnitt 1 fertiggestellt und ich glaube, ich werde dieses Set am Stück bauen, trotz der 2500 Teile. Es macht einfach nur Freude zu sehen, wie dieses Schiff entsteht. Es ist ja sowieso so ein Schiff, worauf ich die ganze Zeit schon gewartet habe bei Blue Bricks. Die Voyager-Klasse hatte ich mir da auch in einem Display-Maßstab erhofft. Jetzt habe ich sie halt hier liegen von Mojo. Ist ja wurscht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das Grau. Es passt nicht zu dem klingonischen grünlichen Charakter. Ja, Klingonen sind ja mehr so die Frösche im Weltall. Gut, ihr wisst, was ich meine, wenn wir uns jetzt mal so die Bird of Brace beispielsweise angucken und die Voyager-Klasse ist nun mal eher so grün. Das passt eher zur Föderation. Aber sei es drum, ich finde die Grundidee super. Gut, wenn man es jetzt in die Hand nimmt, mal abgesehen davon, dass es jetzt schon sehr massiv und schwer ist, aus der Perspektive sieht schon fast ein bisschen aus wie ja ein Phasergewehr oder vielleicht sogar ein klingonischer Disruptor in Grau. Ich hatte ein Fehlteil bisher, so ein Flügelteil. Vielleicht kreuzt es noch auf. Wir haben ja noch 5 Bauabschnitte vor uns. Manchmal sind die Teile dann doch falsch einsortiert in den Beuteln. Ich habe jetzt einfach mal eins aus meiner Wühlkiste benutzt. Insofern ist es halb so wild. Ein paar Teile sind auch schon übrig. Es kommen auch einige Double-Sided Blades zum Einsatz. Einiges an Brackets und ein paar einzelne Brick Modified. Woran man das erkennen kann, das ist ja auf der Unterseite. Wir arbeiten sehr viel mit Snot-Bauweise. Das kennt ihr auch schon von den Star Trek Sets von Blue Bricks. Die Fliesen, die hier so verbaut sind, da bin ich bisher doch auch eher positiv überrascht. Zum einen sind sie schön glänzend. Zum anderen sind sie im Verhältnis zu dem, was ich sonst so bei GoPricks sehe. Ja, es sind GoPricks-Teile. Ich habe mir ein paar einzelne Teile mal angeschaut. Die haben alle die GoPricks-Nummern. Im Gegensatz zu dem, was ich da sonst kenne bei den Fliesen, sehen die echt ordentlich aus. GoPricks hat hin und wieder mal ein bisschen Probleme mit der Oberfläche von Fliesenteilen. Und da hatte ich schon ein wenig Sorge, aber ihr seht ja selber, bis auf vielleicht mal den ein oder anderen kleinen Mikrokratzer, gibt es da eigentlich nichts Negatives zu sagen. Ich habe jetzt hier bereits 3 Aufkleber. Das dürften höchstwahrscheinlich die Rettungskapseln sein. Ich wüsste zumindest nicht, was es sonst wäre. Dann haben wir hier unser Kommandomodul mit der Hauptbrücke. Ist übrigens auch nur befestigt über 4 Noppen und hält trotzdem wunderbar den Gegebenheiten stand. Wenn ich jetzt hier oben den Korpus abnehmen würde, wäre da kaum Luft vorhanden. Ja, es ist echt schon jetzt richtig schwer. Ich will nicht wissen, was das Ding wiegt, wenn es fertig ist. Wenn ich dran denke, werden wir das dann auch nochmal zum Schluss hin wiegen. Ja, und hier vorne haben wir dann höchstwahrscheinlich den Hauptphoton-Torpedo-Lounger. Gut, was das jetzt hier darstellt, dieser Sticker, da muss ich passen. Vielleicht wisst ihr das. Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare. 35 cm sind das vielleicht. 62 werden wir zum Schluss haben. Also ich sehe mich hier schon wieder mit Weitwinkel sitzen und in der Hoffnung, dass ich es vernünftig auf die Linse bekomme. Warten wir mal ab. Ich baue jetzt erstmal weiter und wenn ich wieder was für euch habe, vielleicht nach Bauabschnitt 2, vielleicht auch erst nach Bauabschnitt 3, sehen wir uns hier wieder. Machen wir mal einen kleinen Zwischenstopp hier im Bauabschnitt 2. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich gerade am Aufbau der, ja, nennen wir es mal Antriebssektion. Hier werden später dann höchstwahrscheinlich die Warp-Gondeln montiert. Und auch wenn es nicht so aussieht, es ist jetzt schon stabil. Ne? Ich kann es jetzt so hochnehmen, kann es rumdrehen, passiert nichts, bricht nichts auseinander. Schöne Klemmkraft. Worauf ich aber eigentlich bei diesem Cut hinaus wollte, und ihr seht gerade schon, dass ich solche Teile habe, das sind nämlich hier die seitlichen Verkleidungen. Und die sind sehr interessant montiert. Hier vorne, dieses Teil, wird über ein Modified Brick mit einer Jumper Blade, hier auch nochmal über ein Modified Brick mit einem 1x1er Blade montiert. Das nimmt man dann. Ja. Mittig befinden sich hier ebenfalls Blades unterhalb der Fliesen und klemmt es hier fest. Kein großer Akt. Und so verhält sich es dann auch hinten. Da ist es allerdings noch ein bisschen anders gelöst. Da habt ihr hier an diesem Element bereits eure beiden Bricks. Und da
Und da haben wir den entsprechenden Punkt, wo die dann einfach ganz simpel, wenn man dann auch diesen Punkt trifft, eingeklemmt werden und zack, somit ist auch die seitliche Verkleidung montiert. Schön gemacht. So, Freunde, ich habe die Hälfte hinter mir. Drei Bauabschnitte, 53 cm aktuell in der Länge, 36 cm aktuell in der Breite. Und hier gewinnt der Ausdruck schwerer Schlachtkreuzer auch schon mal einen Preis, weil das Set ist jetzt schon ordentlich schwer. Grundsätzlich ein tolles Set. Es macht riesig Spaß, das Ganze aufzubauen. Wenn ihr hier vorne den, ich nenne es jetzt einfach mal Hals, montiert, am Hintern. Kleiner Tipp, setzt euch den Hintern auf ein Buch oder irgendwie sowas ähnliches, weil ihr seht schon, der ist unten ein bisschen niedriger als er hier. Das heißt, wenn ihr den jetzt hier montieren wollt, bricht euch der immer wieder weg. Wenn der höher sitzt, ist das kein Problem. Man muss über 3-4 Bauschritte schon so ein bisschen hier festhalten, dass es nicht wieder abbricht. Aber wenn die 3-4 Bauschritte dann erstmal erledigt sind, hält das auch. Da muss man dann keine Sorge mehr haben. Und jetzt sowieso nicht mehr, weil von oben her wird es super gehalten. Also ich kann ihn jetzt hier auch mal hochnehmen und ihr seht schon, da passiert null. Ja, das ist wirklich stabil. Ich kann hier vorne auch Aufschlag machen und es passiert nichts. Ich habe aber auch Kritik. Und zwar drei Punkte. Punkt 1, hier hinten im Bereich, ja, ich sag jetzt mal, der Kühlkörper. Ich glaube, die sind für den Warp-Antrieb oder Impulsantrieb. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle sind irgendwelche Kühlkörper. Hier unten drunter befindet sich ein Hohlraum. Und ihr baut da eine Blade drüber. Dann baut auch noch eine Blade drüber. Und dann baut er hier oben noch ganz viele Slope-Teile ran. Plus halt diese Halterung für diese Kühlkörperstränge. Lasst die Blade am besten erstmal runter. Baut euch die andere Plate separat dran und den ganzen anderen Kram und dann erst montiert euch das hier oben drauf. Ganz einfach deswegen, weil wenn ihr die Plate hier montiert und den Rest oben drauf drücken wollt, kann es passieren, dass ihr durch diesen Hohlraum sonst unten diese Plate mitten durchbrecht. Das ist ein bisschen ungünstig gemacht. Hier unten drunter würde ich mir halt auch nochmal ein paar Bricks wünschen, die das Ganze etwas besser tragen. Oder ihr baut euch halt direkt da noch Bricks unten drunter, dann geht's auch. Der nächste Kritikpunkt befasst sich mit dem Stickerbogen und den Stickern selbst. Ich habe jetzt hier das klingonische Emblem noch montiert, da hinten den klingonischen Schriftzug und hier mittig diese beiden Sticker, wo ich nicht wirklich weiß, was es darstellt. Diese mittigen Sticker, die befanden sich hier auf diesem länglichen Platz. Über 2x4er Fliesen werden die montiert und die waren mittig, und das ist Problem 1, nicht gecuttet. Das heißt, man zieht hier einen dieser Sticker ab, denkt das auch so und hat plötzlich beide in der Hand. Und dann muss ich erst nicht mal schauen, wie bekomme ich die gecuttet, dann war keine Schere in der Nähe und dann ging das Drama schon los. So, habe ich hinbekommen, habe mir dann hier meine Fliesen geschnappt und wollte die Sticker montieren. Und nächstes Problem, ich habe natürlich einen dieser Sticker ein bisschen schräg angebracht und wollte das korrigieren, habe versucht wieder auf einer Seite abzuziehen und dabei ist mir förmlich der Sticker zerbröselt. Man sieht hier auch an der Stelle, da muss man auch schon aufpassen, dass man da nicht großartig dran rumreibt, weil da wird es auch schon passieren. Ihr seht auch schon, ich habe jetzt hier beide etwas gekürzt, dass es halt zumindest optisch ein bisschen schöner aussieht. Hier vielleicht nochmal die anderen beiden, so seht ihr auch direkt das Heck nochmal. Vom Schiff. Ja, so ist das im Moment aufgebaut. Vielleicht auch nochmal, weil wir gerade dabei sind. Von unten. Ja, ihr seht auch, ich kann es wirklich problemlos nehmen und drehen und wenden, wie ich will, ohne dass da was passiert. Auch jetzt hier die einzelnen Aufbauten. Das ist echt schön gemacht. Problempunkt 3. Diese Verkleidung. Weil wenn ich jetzt hier ungünstig gegenstoße, habe ich die direkt in der Hand. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die Verkleidungen an sich schön gemacht sind. Aber im Gegensatz zu der hinteren, die eingehängt ist, ist die hier nur über zwei Punkte festgenoppt. Und das hält jetzt zwar schon, aber nicht unbedingt perfekt. Und hinzu kommt, und da habe ich schon direkt hier was verbessert, wir haben hier eine Sollbruchstelle. Ich nehme mal diese 1x4er Plate weg.
Das wäre eine Empfehlung von mir, dass ihr die noch zusätzlich mit anbringt. Weil wenn ich jetzt hier so ein bisschen biege, ja, seht ihr das? Hier? Ja, da kann es passieren, dass euch das mal wegbricht. Wenn ich jetzt aber hier diese Plate wieder montiere, zack, dann ist das stabiler. Ja? Und dann kann ich das hier auch problemloser montieren, wenn ich es jetzt hier auch mal wirklich treffe, was die Noppen betrifft, und kann hier auch mal drücken in der Mitte, ohne dass ich Angst haben muss, dass es in diesem Bereich dann auch zerbricht. Ja? Das Problem bestand nämlich ohne diese 1x4er-Plate. Von daher, das wäre ein Bautipp von mir. Ja, und wir haben uns jetzt Bauabschnitt 2 und 3 angeschaut. Insofern mache ich mich einfach mal an Bauabschnitt 4, vielleicht auch schon Bauabschnitt 5, mal gucken. Und wenn ich wieder was für euch habe, sehen wir uns hier wieder. Schauen wir uns Bauabschnitt 4 an. Und Bauabschnitt 4 lässt sich grundsätzlich erstmal schön zusammenbauen. Bauabschnitt 4 lässt mich allerdings auch mit einem kleinen Fragezeichen zurück und mit einem Bautipp für euch. Schauen wir uns erstmal an, was ich hier vorne getan hat. Die untere Verkleidung habe ich montiert. Das dürfte höchstwahrscheinlich der Traktor-Emitter sein. Nichts Genaues weiß ich nicht, aber es ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Dann alles, was mit dem Impulsantrieb zu tun hat. Und jetzt kommen wir zu dem großen Fragezeichen über meinem Kopf. Das hier. Ich tendiere Richtung Photon-Torpedo-Launcher. Vielleicht ist es ein Modul, was man bei der Watcher-Klasse noch erweitert hinzufügen kann. Durchaus möglich, man kann es jetzt auch abnehmen, wenn es stört. Ja. Ich kenne die Watcher-Klasse tatsächlich ohne diese Module. Die hat nur hier den Impulsantrieb. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich die Teile mal gesehen hätte. Anders ist es bei der Nequa-Klasse. Da haben wir solche Module sitzen. Ja. Ich kann es euch nicht sagen. Entweder ihr sagt, okay, das ist eine Watcher 1.5. Oder lasst sie halt weg. Ich lasse dran, weil hübsch gemacht sind sie. Ich zeige sie euch auch gleich nochmal separat. Ihr baut zum einen diese Teile hier, ja, Impulsantrieb. So schaut der aus. Mit double-sided plates. Und ihr baut dann halt noch diese Teile. Ja. Auch schön gemacht. Lässt sich auch gut montieren und da kommen wir zu meinem Bautipp, was diese Teile betrifft. Da hatte ich nämlich ein Problem bei der Montage. Wenn ihr jetzt versucht, und ich nehme jetzt einfach mal hier irgendeine Stelle, ist vollkommen wurscht, ob es die richtige Stelle ist, das Problem besteht grundsätzlich. Wenn ich jetzt versuche, hier das Ganze festzudrücken, passiert Folgendes. Ja, ihr seht's, bekommt man nicht hin. Ganz einfache Lösung. Die Double-Sided Plates hier demontieren, auf der Unterseite des Hinterteils montieren und dann das restliche Teil wieder hier an den Double-Sided Plates anbringen. Und zack, habt ihr eure Impulstriebwerke auch montiert. Die Bortas ist im Grunde dazu bereit, das Dock zu verlassen. Bevor sie das tut, sprechen wir natürlich noch über das, was ich noch so getan habe. Und ihr seht es hier direkt schon. Da liegt eine Warp-Gondel, die andere habe ich bereits montiert. Der hintere Aufbau, der da noch oben drauf gesetzt wird. Und da hinten seht ihr schon den Standfuß rauslucken. Ich habe jetzt hier auch den restlichen Sticker noch angebracht. Den Sticker mit diesem merkwürdigen Schriftzug, den habe ich allerdings weggelassen. Da werde ich mir was Eigenes basteln, wo dann auch wirklich Watcher-Klasse draufsteht. Sehr schöne Warp-Gondeln, richtig toll gemacht. Die sind auch ordentlich schwer wie das restliche Schiff. Und wer die Bluebricks-Modelle kennt, gerade so die ersten Chargen, bei den letzten Chargen kann ich nicht viel zu sagen, weil ich mir dann auch irgendwann die Käufe gespart habe. Ich warte da immer noch auf so ein, zwei Modelle, die mich interessieren würden, aber da war nicht mehr so wirklich irgendwas Spannendes für mich dabei oder es war mir schlicht und ergreifend zu teuer. Wer die Bluebricks-Modelle kennt, kennt das Problem mit den Warp-Gondeln. Gerade bei der 1701A in Medium, zumindest bei der ersten Variante. Variante 2 habe ich mir auch gespart, weil ich nicht einsehe, dieses Set nochmal zu kaufen, nur weil ein paar Verbesserungen dran sind. Oder auch der D7-Kreuzer, da ist die Halterung der Gondeln nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Ich verlinke es euch mal hier oben als Review. Ja?
Hier ist das super gemacht. Schaut mal. Ihr könnt die nach unten stellen. Das hält. Und ihr könnt es auch wieder nach oben stellen. Und es hält. Ein weiterer Pluspunkt. Mojo kennt Transred. Bluebricks kennt das zumindest in den ersten Chargen noch nicht wirklich. Ja? Beispielsweise bei der Display 1701D. Ob sie es mittlerweile geändert haben in den neueren Chargen, weiß ich nicht. Bei mir sind die noch nicht in Transred. Auch jetzt hier die kleinen Details, die da eingearbeitet sind. Also es ist wirklich eine hübsche Bordgondel. Kann man sich überhaupt nicht beschweren. Busart-Kollektoren. Ja? Man kennt es. Mich hat's interessiert, wozu die Dinger sind. Es hat mir keine Ruhe gelassen und nachdem jetzt hier nochmal so ein Sticker rankam und ich wieder nicht wusste, wofür der ist, habe ich versucht, mich da nochmal schlau zu machen. Ich glaube, wenn ich mich da nicht stark verguckt habe, dass das alle Shuttle-Rampen sind. Ihr dürft mich da gerne korrigieren. Mich irritiert zum Beispiel auch das hier hinten. Ich dachte erst, es wäre vielleicht der Deflektor. Nur wenn es der Deflektor ist, müsste der eigentlich eher hier vorne irgendwo sitzen. Ja? Wie gesagt, bitte gebt mir da doch mal euer Statement ab, was ihr da so denkt. Vielleicht liege ich ja auch komplett daneben oder hier ist einfach der Deflektor hinten angebracht. Kann ja auch sein. Auch hier wieder eine schöne Bautechnik, wird von unten festgeklemmt und diese Seitenteile sind im Prinzip nicht anders gebaut als diese hier hinten. Ich habe es euch schon gezeigt mit den Modified Bricks und diesen kleinen Einhängeteilen. Hält auch wunderbar, alles kein Problem. Bevor wir uns dem Display-Standfuß zuwenden, noch ein paar kurze Sätze zu den Teilen. Das ist alles übrig geblieben. Ich hatte keine Fehlgüsse. Ich habe ein Fehlteil. Das ist diese Flügelplät. Wir haben im Review drüber gesprochen. Ist zwar immer unschön, wenn ein Teil fehlt, gerade dann, wenn man es vielleicht nicht unbedingt im eigenen Bestand hat. Aber bei einem Teil von 2500 Teilen kann ich da durchaus mit leben. Ja? Ihr bekommt zusätzlich hier noch Technikteile zu diesem Set dazu in Transclear für den Display-Standfuß. Da haben wir auch noch so ein paar Liftarme. Die Pinne, super Klemmkraft. Sowohl hier die ganz normalen, Dreierlänge ist auch noch dabei, gleich so. Ja? Ich muss auch sagen, es ist ein Set, es macht nicht nur übelst Spaß, was den Aufbau anbelangt, es ist auch meiner Meinung nach absolut sein Geld wert. Egal, ob ihr es jetzt über China bestellt und bezahlt meinetwegen 50 oder 60 Euro oder ihr bestellt es dann halt mit OVP beispielsweise über Modbricks und bezahlt einen Huni dafür. Es ist sein Geld wert. Es gibt zwar hier und da ein paar kleinere Macken, sei es jetzt hier in dem Bereich, wo ich nicht unbedingt sagen muss, dass das hier optimal gelöst ist. Aufkleber sind halt auch nicht so unbedingt das Beste. Mit den Hohlräumen kann man leben, wenn es stört, baut man sich halt noch ein paar Bricks rein. Die Fliesen, da hatte ich auch so ein bisschen Sorge bei diesem Set, da bin ich eigentlich auch eher positiv drauf eingestellt. Ich hatte zwar hier und da mal eine Fliese mit ein bisschen Kratzerchen drauf, aber es ist bei weitem nicht das, was ich bei GoPricks in der Vergangenheit auch schon mal in Händen gehalten habe. Na? Gut, so viel dazu und ich baue jetzt hier mal ein bisschen um und dann schauen wir uns den Display-Standfuß noch an. Die Situation ist folgende. Zum einen, wir haben hier erstmal einen simpel gestalteten, aber doch recht effektiven Display-Standfuß stehen. Ja, mir gefällt er, ist jetzt nichts Besonderes, aber er tut, was er soll, er hält das Schiff. Ich habe es schon probiert. Wir müssen da allerdings nochmal über ein, zwei Dinge sprechen. Zum einen die Noppen. Gleiches Problem wie schon bei den Impulstriebwerken. Nur hier kann man eher schlecht die Lösung benutzen, die bei den Impulstriebwerken nutzbar ist. Man kann jetzt schlecht hier dieses Montageteil auseinandernehmen und unten anbauen und dann, na, ihr versteht das Problem, was ich jetzt hier in dem Moment habe und es lässt sich nicht komplett festdrücken auf der Unterseite des Schiffes. Somit ist es natürlich in der Ausgangssituation schon wackelig. Was aber noch hinzukommt, der Standfuß selbst, das ganze schwarze Teil hier unten, das ist hohl. Mein Tipp an euch, baut euch noch ein paar Bricks rein. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ich hätte es auch tun können, ich war aber zu faul dazu. Ja. Dann wird es nochmal ein bisschen schwerer, weil wenn ich den hier anhebe, der ist nicht wirklich schwer.
und je leichter, je wackeliger. Ist meine Meinung. Ich kann mich da auch durchaus täuschen, ja, aber ich würde es vielleicht mal in Betracht ziehen an eurer Stelle. Alles andere ist hier aber auch wirklich schön gemacht, auch das mit den TransClear Liftarmen. Ne? Ihr seht es ja selber, hier haben wir dann unsere Plakette, wo eigentlich noch der Sticker drauf kommt. Wie gesagt, ich habe ihn weggelassen. Ist befestigt über insgesamt 4 Hinges und ja, kann man natürlich auch noch ein bisschen in der Position ändern, wenn man das möchte. Ich habe, als ich das Schiff eben mal testweise aufgesetzt habe, direkt einen kleinen Wiegtest durchgeführt. Wir liegen bei etwas mehr als 2 Kilogramm und das Schiff hat die Maße 54 cm circa breit. Das ist auch nicht ohne. 62 cm lang, steht ja schon auf der Verpackung. Und in der Höhe ungefähr 28 cm. Und jetzt, ja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze denn so aussieht, wenn es auf dem Tisch steht. Es ist nämlich wirklich ein ganz schöner Brocken. Das Beste kommt gewöhnlich zum Schluss. Und somit werfen wir nochmal einen Blick auf die Voyager-Klasse. Ich nenne sie wie üblich IKS Bortas, ein Schiff des Klingonischen Imperiums. Ein Schlachtkreuzer. Und dieses Schiff, das lässt sich, wenn man ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangeht, dann doch recht gut festnoppen, habe ich gerade festgestellt. Beim zweiten Versuch ist sie direkt schon fester auf dem Display Standfuß und ich kann sie jetzt sogar für euch mal rumdrehen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie mir vom Display Standfuß runterfällt. Also wenn ihr das entsprechend ordentlich befestigt bekommt, ist das kein Problem mehr. Ja? Nichtsdestotrotz, es könnte trotzdem etwas unwackeliger sein. Aber ich denke mal, mit einer kleinen Modifikation hier und da lässt sich das sicherlich auch hinbekommen. Wer sich wirklich daran stört. Im Übrigen, sie steht nicht schief. Ja? Es sieht jetzt so aus, es liegt daran, dass die Nase ein bisschen in die Höhe ragt und die Warp-Gondeln halt nach unten ragen. Ihr habt es ja schon beim Display-Standfuß gesehen, der ist auch ein bisschen angeschrägt. Sieht auch einfach hübscher aus. Und wer jetzt Platz für dieses Schifflein findet, der möge es sich gerne irgendwo aufstellen. Ja, es wird schwierig bei der Größe. Ich weiß selbst auch noch nicht, wo ich es unterbringen soll. Aber solange es da keine vernünftige Alternative gibt und ich bin mir nicht sicher, ob Bluepix da was bringen wird, schauen wir mal. Spannend wird es natürlich, sollte das irgendwann so sein. Dann sehen wir uns hier bestimmt nochmal wieder mit dem entsprechenden Pendant. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung. Und jetzt seid ihr wie üblich dran. Lasst gerne Kommentare da oder ein Däumchen. Wenn ihr neu auf diesen Kanal gestoßen seid und der Content euch zusagt, auch sehr gerne ein Abo. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr mich auch gerne ein bisschen supporten. Unten in der Videobeschreibung findet ihr neben dem Link zu diesem Set noch ein paar weitere Links. Das sind dann Affiliate-Links. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis mal wieder. Tschüss, ihr Lieben.